Yo, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen knalligen Böller-Video. Heute werden wir herausfinden, wie viele Böller ein Hochflorteppich überlebt. Falls ihr euch fragt, was das ist, es ist ein Teppich mit langen Haaren. Da ist das gute Stück. Ich roll das mal für euch aus. So sieht der auf der Innenseite aus. Also hier lange Haare. Und auf der Rückseite ist er hier so ein bisschen härter. Ich habe mir gedacht, wir rollen den zu einer Rolle ein. So ungefähr. Hört sich das nicht gut an? Falls ihr noch mehr Böller-Videos sehen wollt, Freunde, lasst einen Daumen hoch da. Das motiviert mich. Heute ist es auch feucht, perfekte Wetterbedingungen. Wenn es trocken ist, dann sollte man lieber nicht böllern wegen Brandgefahr. Aber nichtsdestotrotz habe ich hier wie immer auch einen Feuerlöscher mit dabei. Und rechts daneben befinden sich schon die Böller, die wir heute in den Teppich reinstecken. Insgesamt sind es 28 an der Zahl. Hier die ersten aus Deutschland und die hier, die gibt es alle in Tschechien. Und ich habe hier sogar heute einen meiner Lieblingsböller mit dabei, Megatron, und ansonsten hier auch ein paar etwas dickere. Also heute wird es etwas mehr knallen. Die beste Assistentin der Welt, Aimi, ist auch am Start. Hi Leute. Wir ziehen uns unsere Schutzausrüstung an. Jo, was geht ab? Und dann stecken wir hier ganz entspannt eine Snake rein. Aber ich kann die leider nicht anzünden, weil die ihre Zündschnur verloren hat. Mann, ich wollte doch nur so schön die Schlange hier in das Loch stecken. Okay, ich korrigiere mich. Es sind nur noch 27 Feuerwerkskörper. Komm, nehme hier den Knallfrosch und beginne halt mit dem. Oh, ich glaube, das wird heute gar nicht so einfach sein, denn ich muss irgendwie mit irgendwas nachschieben, damit die Böller auch da reinrutschen. Okay, Aimi, zünd das Ding an. Jawohl, das passt. Ey, Freunde, ne? Man hat fast gar nichts gehört. Heftige Rauchentwicklung auf jeden Fall. Alter, ich habe auch einen Frosch im Hals, ey. Aber es ist kein Knallfrosch. Wir hatten gerade eben auf jeden Fall eine heftige Rauchentwicklung und ey, das war so unerwartet. Aber geil, mal was anderes. Mal gucken, wie sich dieser Böller verhalten wird. Color Thunder. Ich stecke ihn rein und dann schiebe ich auch nochmal nach. Oder fällt er jetzt durch? Ich glaube nicht, ne? Die langen Haare, die halten den da schon fest. Perfekt. Aimi, let's go. Oh yeah. Ey, das ist irgendwie schon geil. Wie es da rausqualmt. Gefällt mir, ein Schornstein. Es ist einfach ein Räucherstäbchen XXL. Okay, dieser Böller, Black Cobra, der wird reinfallen mit Reibekopffläche. Jawohl. Oh, ich hätte noch ein bisschen nachschieben können. Alter, es sieht so aus, als wenn es brennen würde. Alter, das sah nicht übel aus, oder? Ey, ist so witzig, das Loch, das wird hier einfach immer größer. Aber das ist gut. Genauso will ich es haben. Denn desto größer das Loch ist, desto größere Sachen können wir reinstecken. Wie jetzt zum Beispiel diesen Super Böller 2. Der hat schon eine beachtliche Größe, finde ich. Also, schaut euch das an. Jawohl, das ist perfekt. Let's go. Oh! Alter, das ist echt krass. Wie das dämpft, ich glaub's ja gar nicht. Eigentlich hat er schon ein bisschen Luft nach oben, aber der Hochflorteppich verschluckt die Böller einfach. Der nächste Böller ist schon bereit. Alter, da fliegt schon wieder ein Flugzeug. Wieso fliegen hier so viele Flugzeuge? Na komm, machen wir den Black Pirate rein. Jawohl. Oh, der war schon ein bisschen lauter. Angenehm laut noch. Freunde, das war alles bisher noch ziemlich angenehm. Jetzt stecken wir mal einen blauen Crackling Ball rein. Ich bin so gespannt, was passieren wird. Ich hoffe, der Teppich, der fängt nicht an zu brennen, denn ich will da noch ein paar mehr Böller reinstecken. Jetzt wird es spannend. Ich stecke das Ei rein, gleich schiebe ich nochmal nach. Wird es ausgespuckt oder wird es verschluckt? Wir zünden es an. Yeah, das passt. Oh. Was für eine Rauchentwicklung.
Traumhaft, schaut euch das an. Ey, die Rauchentwicklung ist echt 1A. Ansonsten hat der Ball überhaupt nicht geknallt. Der Teppich hat ihn tatsächlich verschluckt. Ohne Spaß, ey. Sowas wie den Teppich, das hatten wir noch gar nicht. Also, dass einfach alle Böller nahezu lautlos sind. Ich hätte niemals erwartet, dass das einfach so gut dämmt. Aber man muss auch dazu sagen, das sind ja noch nicht die harten Böller. Weiter geht's mit Retro-Böller von Funke. Oh, der wird ein bisschen knallen. Oh yeah, der hat ein bisschen geknallt, aber der war auch nicht richtig drin. Wow, jetzt haben wir so viel Müll da. Oh, ich kann gar nichts mehr reinstecken, das Ding ist verstopft. Ich muss die Verstopfung hier erstmal beseitigen. Abführmittel möchte ich jetzt nicht benutzen. Ich mache das hier einfach auf die gewaltsame Art und Weise. Schieben wir sofort den nächsten hinterher. Bella Bomber. Amy, du darfst anzünden. Oh yeah, der steckt gut drin. Oh, Freunde, es wird langsam lauter, habe ich so das Gefühl. Drei Böller aus Deutschland habe ich hier noch. The King ist der nächste, aber The King, ach, ich finde, der hat den Titel The King gar nicht mehr verdient. Dann geht es los mit den ganzen Böllern der Kategorie F3. Ich bin so gespannt. Naja, stecken wir erstmal The Lappen rein. Ich gebe dir einfach den neuen Namen, The Lappen. 3, 2, 1, wir zünden. Oh yeah, der steckt sehr gut drin. Na, das war schon okay. Der Crackling Beam hier, der ist etwas größer, aber ich denke mal, mit ein bisschen Nachschieben wird das gleich schon. Keine Sorge, Freunde, wir regeln das. Ich glaube, das wird spannend. Oh yeah, das Ding ist drin. Das war geil, Freunde, wie es da rausgeschossen hat. Wow. Ey, das war ja mal sowas von geil. Ey, das war wie so ein Abschussrohr für den Crackling Beam. Mal gucken, ob das mit dem Detonation genauso gut klappen wird. Der hat auf jeden Fall sehr gut vorgelegt, der Crackling Beam. Der muss das jetzt mindestens genauso gut machen. Wir zünden an. Oh, der ist richtig gut drin. Ja. Es war nicht übel, aber der Crackling Beam, der hat mir besser gefallen als der Detonation. Der hat mehr geknallt. Aber ich fand, der Detonation war dafür ein bisschen lauter. Freunde, das Loch ist schon wirklich sehr geweitet. Es geht los mit dem tschechischen Feuerwerk. Dumbum, Crackling, Crackling Ball, wie das Ding auch immer heißen mag. Ich stecke ihn rein, wir schauen, was passiert. Ich glaube, der knallt sogar zweimal. Also crackle zweimal. Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, aber wir finden es jetzt einfach heraus. Amy, du darfst anzünden. Yeah! Wow, Freunde. Wow! Wow, wir haben einen Brand. Wir haben einen Brand. Wir haben keinen Brand mehr. Ich hab's gelöscht. Mein Atem ist einfach besser als ein Feuerlöscher, weil mein Atem hinterlässt keinen Dreck. Nur Gestank. Also der Dumbum Ball, der war auf jeden Fall nicht schlecht. Wir machen jetzt mal eine kurze Bestandsaufnahme. Ich roll den Teppich aus und dann gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Ja, so schlecht sieht er noch hier gar nicht aus. Also man sieht, dass er etwas gekokelt hat, etwas verschmort ist, was ziemlich geil ist. Wir können den Müll jetzt hier sehr leicht aufräumen. Der ist nicht überall verteilt und ansonsten, der Teppich hat schon echt gut mitgemacht. So schnell fängt er hier nicht an zu brennen. Also Props gehen raus, Teppich. Der Teppich ist jetzt neu aufgerollt. Ich stecke jetzt den ersten F3-Böller rein und somit können wir das Ganze sehr gut miteinander vergleichen. Also der Teppich ist jetzt unbeschadet, denn ich habe den von der anderen Seite aufgerollt. Das Verbrannte, das befindet sich jetzt hier am äußersten Rand. Amy, ich bin bereit. Let's go!
Oh, der ist so geil reingefallen, Freunde. Oh, geil, der hat ihn komplett weggedämmt. Na komm, schieben wir sofort den nächsten hinterher. Dombum Silber. Yeah, Mann. Alter, der Teppich ist Endgegner. Weiter geht's mit einem etwas größeren Böller. Wir steigern uns langsam. Hammer ist jetzt dran. Sehr lange Zündschnur. Das gefällt mir. So muss das sein. Jawohl, der steckt drin. Oha, also der war schon lauter, aber noch nicht laut genug. Nächster Böller ist hier jetzt der Bomb H. Let's go. Alter, der war auf jeden Fall schlechter. Oder der Teppich hat den einfach tiefer in sich hinein verschluckt. Man weiß es nicht. Aber eine Sache weiß ich ganz gewiss. Ich stecke jetzt den nächsten Böller rein und das hier ist der Viper 1. Der ist aber auch noch ziemlich human. Habe ich jedenfalls so in Erinnerung. Oh, Alter, hatten wir da einen Rauchring? Ich bin mir nicht sicher. Der war auf jeden Fall in Ordnung. Schauen wir uns Slow Motion an. Ja, war ein kleiner, nicht ganz sauberer, nicht so schöner Rauchring. Aber es war immerhin ein Rauchring. Nächster Böller ist jetzt hier der Megatresk Explow mit Reibekopffläche. Der ist auf jeden Fall schon normalerweise laut. Stark, nicht zu unterschätzen. Mal gucken, was er im Teppich machen wird. Der Teppich ist nämlich auch nicht zu unterschätzen. Eine Sache ist mir jetzt schon aufgefallen. Das Loch ist schon verdammt groß geworden, wie ihr hier sehen könnt. Ich glaube, nach diesem Böller müssen wir den auf jeden Fall neu aufrollen. Denn sonst wird der Vergleichstest nicht so fair. Okay, Aimi, du darfst anzünden. Let's go. Oh yeah, der ist versunken. Der hatte schon ordentlich Druck, das sage ich euch. Komm, rollen wir den mal gerade auf, das gute Stück. Und, Alter, der Teppich hat ja fast gar keinen Schaden abbekommen. Das gibt's doch nicht. Das sieht schon ziemlich wilder aus, aber das hat ja auch gebrannt und so. Also es sind nur Brandspuren. Ansonsten, ey, der Teppich, der ist wirklich sehr stabil. Oh, wie fest der jetzt ist, ey. Fühlt sich viel besser an als vorher. So sieht das Ganze doch wieder gut aus. Schön eng. Genauso gefällt es mir. Wir stecken den nächsten Böller rein. Super Zeus Alba. Auch mit Reibekopffläche. Der wollte nicht richtig rein, wie es aussah. Es war zu eng für ihn. Komm, ich muss das Teppichloch mal ein bisschen vorbearbeiten hier mit dem Stock, damit die Böller auch richtig schön reinrutschen. So sollte das besser funktionieren. Weiter geht's mit Angry Bulldog. Einer meiner Lieblingsböller, finde ich wirklich sehr, sehr geil und auch sehr laut, sehr stark. Ja, ich glaube, so ist das ganz gut. Mal gucken, ob der den Teppich verärgern kann. Oh yeah, der ist drin. War okay. Ey, ich habe so das Gefühl, dass der Teppich sogar einen 5 Gramm Böller verschlucken wird. Naja, wir werden sehen. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall wird es irgendwann nochmal einen Teil mit dem Teppich geben. Denn der ist viel robuster, als ich erwartet habe. Und ich will einfach sehen, was passiert, wenn man da richtig dicke Böller reinsteckt. Wie gut Teppiche das dann wegschlucken. Bevor wir den 5 Gramm Böller reinstecken, stecken wir erstmal die ganzen anderen Böller, die noch übrig sind, rein. Wie hier zum Beispiel als nächstes den Mamba 2. Auch wirklich sehr, sehr schöner Böller. Oh yeah, der ist sehr schön drin. Oh, der hat auch schon gut Druck. 5 Stück sind hier noch übrig. Dann kommt der Megatron. Also es geht jetzt so langsam los mit den dickeren Böllern. Hier nehmen wir als erstes Bolit von Triplex. 3, 2, 1, wir zünden das Ding an. Oh yeah.
Oh, war nur okay. Der nächste dicke Böller ist dran. 100 Euro. Ist zwar dick, aber knallt gar nicht so gut. Passt der hier ins Loch? Ja, der passt ins Loch, aber da schiebe ich gleich nochmal schön nach. 3, 2, 1, wir zünden. Ah, so tief habe ich ihn nicht bekommen. Boah, das war bisher der lauteste, glaube ich, ey. Der nächste ist hier diese Titan-Crackers. Auch fette Gipsstopfen hat er. Ich glaube, das wird auch sehr gut rausgeschossen. Ich hoffe, ich kann ihn hier schön tief einführen. Oh ja, das ist tief genug. Oh. Alter, nein. Das ist nicht passiert. Geil. Ey, der Gipsstopfen, wie lange der in der Luft war. Ihr habt's ja gehört. Alter, was für ein Geschoss, ey. Mega. Machen wir weiter mit dem nächsten Gipsstopfen-Böller hier, 5. Hat auf jeden Fall auch fette Stopfen. Alter, bei so Gipsstopfenböllern muss man echt aufpassen. Man darf die Stopfen nie in seine Richtung legen, denn sonst könnte es ein bisschen schmerzhaft werden. Okay, let's go. Wir zünden an. Oh, der hat ihn verschluckt. Oh yeah. Nicht übel. Jetzt ist der vorletzte Böller dran, ein Big Bang 2G. Und hier möchte ich nochmal eine Kleinigkeit ausprobieren. Vielleicht für den nächsten Teil, wenn es so klappt, wie ich mir das vorstelle. Und zwar stecken wir den Böller rein und machen dann nochmal einen Topf drauf und mal gucken, ob das genug Druck haben wird, um den Topf schön in die Luft zu jagen. Auf jeden Fall ist der Topf, glaube ich, so sehr gut abgedichtet durch den Teppich. Na, mal schauen, was das wird. Oh yeah, oh yeah, sehr gut platziert. Alter, voll gegen meine GoPro. Was ist los mit dem Topf? Also wie ihr sehen konntet, Freunde, da entsteht nicht genug Druck, sodass der Topf halt gut wegfliegen kann. Also ich glaube, das ist nichts. Aber was definitiv etwas ist, ist dieser Megatron. Jetzt kommt das Finale, Freunde. 5 Gramm Böller, ich weiß nicht. Ich glaube, der Teppich wird das überleben. Der Teppich ist wirklich sehr stabil, sehr robust, sehr unerwartet. Wir müssen auf jeden Fall irgendwann in Zukunft noch einen Teil mit Teppichen machen, mit härteren Böllern, mit verschiedenen Teppichen, was weiß ich. Schreibt mir gerne eure Vorschläge in die Kommentare. Ich verabschiede mich hier schon mal an dieser Stelle und jetzt schieben wir den geilen Megatron rein und gucken, was passieren wird. Das Loch ist sehr gut geweitet, da können wir den ordentlich reinstecken. Na komm, wir zünden an. Oh, ich glaube, das wird der lauteste Knall bisher. Wow, mit Abstand der lauteste Knall. Das Loch ist geweitet. Da ist das Geschehen passiert. Also ich finde wirklich, der sieht noch recht gut aus. Okay, Freunde. Nächster Teil mit dem Teppich wird irgendwann kommen. Wir sehen uns. Peace.